Gestern Abend, so gegen 7, Mutti war gerade beim Kaufmann drüben. Poltert und poltert die Treppe hinauf, klopft an die Tür und reißt sie auf. Ja, heute mal aus ganz ungewohnter Position von mir, nicht am Herd und auch nicht mit Kochjacke. Ich möchte ganz einfach die Situation hier mal so ergreifen und unseren Gästen und unseren ganz vielen Freunden ein herzliches Dankeschön aussprechen, dass ihr auch vor allen voran in den letzten Wochen so zu uns gehalten habt. Und ja, bleibt mutig. Wir werden das gemeinsam schaffen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und liebe Topfkuchen-Gemeinde, was auch ganz entscheidend ist, ohne ein starkes Team könnten wir gar nicht so eine Sachen leisten oder so eine schönen Dinge kredenzen oder neue Rezepte erstellen. Ein Team ist ganz wichtig und an der Stelle möchte ich einfach an unserem Team ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir das Jahr noch wenigstens halbwegs vernünftig zu Ende gehen lassen können. Genau, und für das neue Jahr haben wir hier auch schon das Richtige. Liebe Topfkucker, wir haben hier was ganz Besonderes, und zwar unser Burgunder. Das haben wir selber gebraut und es ist eingebraut, also ein Bockbier mit Spätburgunderhefe vom Weingut Matthias Schuh. Und das war jetzt 10 Monate lang im Barrique-Fass gelagert vom Château Latour. Ja, und ich denke mal, hier ist was ganz Besonderes rausgekommen. Hat so eine leichte Sherry-Note. Super lecker. Wir möchten das hier in der Topfkuchen-Gemeinde ausloben. Als Preisfrage, wie viele Punkte im Gourmillot hat unser Restaurant St. Andreas? Also schickt reichlich Zuschriften zu, wenn ihr das rausgefunden habt. Und ich denke mal, das ist was, was man sich dann auch im neuen Jahr, wenn wir wieder für euch da sein werden, auch schmecken lassen kann. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine frohe Weihnacht und ein gesundes neues Jahr. Positiv denken, negativ bleiben, das ist das, was wir euch mit auf den Weg geben wollen. Und dann werden wir uns auch 2021 wieder sehen. Wir wünschen euch eine neue Weihnacht und ein neues, schönes Jahr. Ja, Mann. Kein Problem. Wir wünschen frohe Weihnachten. Wir wünschen frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr.